Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei diesem Replay von World of Tanks. Und zwar heute was ganz Besonderes. Ich habe mir mal ein Bollwerksgefecht rausgesucht auf der Karte Kloster. Und zwar gegen die Goldene Garde. Ja, das ist ja eh so ein Clan, der so ein bisschen verrufen ist und so einen eigenen, ja, ich würde sagen, kleinen Fanclub aufgebaut hat. Und dementsprechend ist es ja umso schöner, dass man das heute auch nochmal in Aktion sieht, wie hier so gespielt wird. Und zwar habe ich mir dann ein Arty-Replay, was auch mal wieder Zeit wurde, rausgesucht von der Conqueror Gun Carrier und dem FV4005 Defender, interessanter Name. Und jetzt schauen wir mal, wie sie hier so zusammen spielen. Er hatte auf jeden Fall schon mal eingeaimt und wartet, bis hier der erste hochkäme, um zu spotten. Ist natürlich hier eine sehr schöne Stelle. Spielt ja auch mit dem Battle Assistant, den man unschwer da jetzt erkennen kann. Jetzt hat er auch die Granate drin, die er braucht. Und jetzt bräuchte er nur noch den Gegner. Dann könnte schon losgehen. Ah, er hält hier blind in den Busch. Auch gut. So, jetzt muss er natürlich wieder auf die nächste Granate warten, bevor er hier wieder weiter loslegen kann. Aber da blind reinzuhalten ist auf jeden Fall sinnvoll, weil da kann durchaus immer mal wieder einer stehen. So, ah, hier die Granate. Hat den E5 definitiv getroffen. Aber eben nicht so hoch, wie er es brauchen hätte können. Jetzt soll es aber gleich wieder soweit sein. Und jetzt hat er dann nämlich viele Ziele. Schon, Junge. Hau sie weg. Er braucht die Granate. Er braucht sie einfach dringend. So, jetzt braucht er einfach aber erstmal wieder ein Ziel, worauf er schießen kann. Also noch, er hat zwar schon Damage gemacht, aber noch haben wir davon nichts gesehen. Also jetzt wird es Zeit. Wir wollen auch mal Damage reinfliegen sehen. Jo, der war schön. 1060, toller Hit. Und der war auch knapp. So, jetzt komm. Wir wollen den nächsten Hit sehen. Der erste war schon schön. Da gibt es noch einen zweiten. Aber 2-1 steht es hier aktuell für sein Team. Die Goldene Garde wird da ein bisschen dezimiert schon. Schuss ist raus. Ah, leider unter der Splash. Also man hatte immer so das Bedürfnis, ihm so irgendwie noch eine Granate selber zum Laden zu geben. Also, dass er schnellstmöglich wieder schießen kann. Weil, es wäre gerade der 113er, der steht die ganze Zeit da an seinem Platz. Jetzt bewegt er sich dann doch mal. Aber der wäre jetzt lange Zeit ein super Ziel einfach gewesen.
Jetzt hier der Blindshot. Oh, da hat er das Objekt 140 rausgenommen und auch noch dem E5 den Damage gedrückt. Sehr schön. So soll es sein. Jetzt ist er aber offen. Jetzt muss er aufpassen. Wahrscheinlich hier aus dem Kloster, ja. Badget auch noch. Natürlich hier geht ganz schnell was schief. Also Gott sei Dank hat der erste Hit hier ihn keinen Schaden angerichtet, weil sonst wäre er jetzt schon raus. Und jetzt schreibt er auch nice try. So, und jetzt 113. Ah, 139. Da muss einfach noch ein dickerer Hit kommen. Wie hoch der aufs Objekt war, keine Ahnung. 113 schreibt jetzt nice try. Ja, Chapeau. Hat er sich verdient, den Kommentar. Sehr schön den aufgegriffen. Aber jetzt steht da natürlich erstmal keiner mehr, weil jetzt wissen die natürlich auch, okay, der schaut hier ganz böse in meine Richtung. Also von dem her passe ich mal lieber ein bisschen mehr auf. So, die Granate wäre wieder da. Jetzt braucht er nur wieder den Gegner. Ah, hat hier nochmal den Blindshot rausgehauen und stellt sich jetzt um. Natürlich halt diese sehr, sehr lange Dauer, bis die Granate wieder geladen ist. Das ist halt so das große Manko an der Arti. Aber dafür hat man einen tollen Richtbereich und kann damit viel anstellen. Und auch der Splash, den er jetzt hier wahrscheinlich auf das Objekt bekommen will, ist ganz angenehm. Jetzt, ne, wenn man es jetzt die hätte, in dem Augenblick die Granate ready und dann... Objekt bewegt sich eh schon so ein bisschen. Der braucht nur noch ein Stück. Komm, Objekt, trau dich einfach. Na, jetzt macht den Splash, aber 764 Splash Damage. Ja, den nimmt man auch mal gerne mit. Objekt denkt jetzt natürlich auch, gar keine so tolle Position hier mehr. Hat sich auch dementsprechend schon ein wenig umgestellt. 5:4, also das Ergebnis bzw. die Runde bleibt hier nach wie vor sehr, sehr knapp. Und es könnte gleich sein, dass das Objekt wieder den nächsten Splash hier bekommen wird. Ja, wieder 590. Also... Nagelt mich übrigens nicht fest, aber ich meine, wenn ihr schießt und Alt gedrückt haltet, dann seht ihr den Schuss, sofern ihr den Battle Assistant aktiv habt, bzw. installiert habt. Den gibt es eigentlich in jedem größeren Modpack. Einfach danach suchen oder googeln, weil ich werde auch immer gefragt, ja, wo gibt's denn den? Googelt doch einfach Battle Assistant World of Tanks, dann findet ihr schon das Nötige. Google hilft da in der Regel sehr gut weiter. So, jetzt hat er hier die Granate geladen, hat aber jetzt gar keine Sicht auf das Objekt 430 da hinten. Also jetzt natürlich den Blind Hit wieder rauszuschießen, schwierig. Und Gott sei Dank hat er es nicht gemacht, weil sonst wäre der Schuss komplett wasted. Aber Schuss ist jetzt raus. Oh, da denke ich, dachte ich, der geht ja gar nicht mehr gut. Aber da ist die Granate doch weiter geflogen als erwartet und macht auch 1014 Schaden an dem. Also man muss sagen, selbst Splashen tut mit dem richtig weh und er hat hier
sein Objekt 140 so gut es geht dabei unterstützt, wobei das wurde jetzt gerade angezündet, also das heißt, da schaut schlecht aus. Und jetzt aimt er wieder auf die andere Seite rüber. Der Gegner wird wahrscheinlich so ein bisschen denken, okay, der achtet nicht mehr auf mich, also dementsprechend vielleicht auch etwas unvorsichtiger. Und seine Chance, hier den E5 da zum Beispiel wegzumachen. Nein, er hat den E5 rausgenommen mit dem Blind Hit. Sehr schöne Nummer. Super gemacht. So soll das sein. Und man sieht auch, der E5, der stand halt da perfekt seitlich. Also, wie gesagt, keine Ahnung, wie hoch der Schaden war. Aber seitlich tut er immer dicke weh. So, komm jetzt. Der 113 hätte es eigentlich, ich will es nicht sagen verdient, aber es wäre irgendwie ein schöner Abschluss, den da rauszunehmen. Aber jetzt drücken sie hier rum, sind beim Ergebnis von 9 zu 6. Also, probier das wirklich? Nee. Nee, ich wollte gerade sagen, das wäre total verschwendet. Bei 10 zu 6, also jetzt ist das Momentum hier definitiv bei Campbell. So, 907. Er muss hier warten, bis er wirklich eingeaimt hat. Die Struktur sollte er wegmachen können. Ja, und die macht er auch weg. Super Hit. Da ist er wirklich mal hier für sein Team sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Und jetzt hier noch die Grille 15, aber die hat hier richtig Probleme. Da bekommt jetzt nämlich jeder von seinem Team. Das Objekt 430 auch kaum mehr was. Badget kommt jetzt hier rum. Jeder schießt mal drauf, also jetzt hat die Grille hier richtig das Nachsehen. Jetzt bin ich gespannt, wo denn zum Beispiel... Ach nee, Objekt 907 ist da schon offen. Gut, und die Arti, die wird da irgendwo rumsitzen. Das ist ja nichts Neues. Haben sie ja schön gemacht, das Bollwerksgefecht. Muss man ihnen ganz klar sagen, Chapeau. Weil Goldene Garde ist jetzt nicht schlecht. Aber in dem Fall haben sie sich hier zwar wacker geschlagen, aber immer noch nicht verdient gewonnen, sondern er hier. Und jetzt die letzte Granate. Schuss kommt runter und er nimmt den raus. Sehr, sehr geile Runde. Wir haben zwar nur 4331 Damage live gesehen, er hatte aber 9132 gemacht und man muss dazu sagen, er hat 15 gesplashed und 4 waren direkte Treffer. Tolle Runde und auch dank ihm hier gewonnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war mal was anderes mit Bollwerk. Bis zum nächsten Mal, euer Herr Karamba.